Hi, liebe Freunde, heute zeige ich euch mal einen vegetarischen Linseneintopf und gleich geht's los. Für unseren vegetarischen Linseneintopf brauchen wir einmal richtig Linsen. Ich habe hier Tellerlinsen genommen, über Nacht schon mal im kalten Wasser eingeweicht, ganz wichtig. Wenn ihr eine schnellere Variante machen wollt oder sowas, könnt ihr auch rote Linsen nehmen, die sind wesentlich schneller gar, aber mit den Tellerlinsen schmeckt es einfach besser. Dann haben wir Sellerie, Karotten, Zwiebel, bisschen Frühlingslauch, Petersilie und Gemüsebrühe. So, die Zwiebel schneiden wir in feine Würfel, 1 bis 2 mm Kantenlänge. Schon mal die Zwiebeln rein und dann widmen wir uns den Sellerie und den Karotten. Werden wir in circa halbe Zentimeter große Würfel schneiden. So, Sellerie. Die kleingeschnittene Sellerie und Karotte geben wir jetzt zu und den Zwiebeln in den Topf dazu und werden das dann schön anschwitzen. Dann kommen unsere eingeweichten Tellerlinsen dazu und dann werden wir das Ganze mit Gemüsebrühe auffüllen und erstmal weich kochen. Ganz wichtig, noch kein Salz etc. beim Anfang dazu, damit wir später halt schön abschmecken können. Salz kommt grundsätzlich zum Schluss, da die Flüssigkeit natürlich verdampft und da sich dadurch der Geschmack konzentriert und nachher haben wir halt, könnte es die Gefahr laufen, dass es einfach zu salzig wird. Jetzt schön anschwitzen, dauert so 2-3 Minuten. Langsam wird es glasig. Seht ihr, ohne Farbe. So, nun geben wir unsere eingeweichten Linsen dazu und füllen das Ganze mit unserer Gemüsebrühe auf, sodass das gut bedeckt ist. Das lassen wir jetzt circa eine Dreiviertelstunde kochen, bis die Linsen schön weich sind. Und dann kommt der Frühlingslauch dazu und die fein geschnittene Petersilie. Und ja, wie gesagt, bis dahin lassen wir das erstmal weich kochen. Können wir weitermachen? Könnt ihr mal sehen. Seht ihr? Lassen sich schön leicht zerdrücken. Und genauso soll das sein. Jetzt geben wir unsere fein geschnittene Blattpetersilie dazu. Ich habe da die Stängel mit dran gelassen, aber schön fein gehackt, weil da ist mega viel Geschmack drin. Tu mal einen Stabmixer so 5 Sekunden reinhalten, damit wir einen ganz kleinen Teil von den Linsen pürieren. Das gibt dann nachher diese sämige Konsistenz. So, das reicht schon. Gucken wir mal. Weil wir wollen ja noch Linsen und Gemüse und sowas, ja. Ja, genau so. Das sieht doch super aus. Jetzt kommen wir zum Abschmecken. Salz, Pfeffer. Und was ganz wichtig ist bei einem Linseneintopf, ist die Säure. Und die holen wir uns durch Essig. Geben wir mal einen Spritzer rein.
Was für ein Essig hast du hier genommen? Das ist ganz normaler Tafelessig. Geht aber auch Balsamico? Ja, geht auch, logisch. Aber das Aroma verfliegt natürlich ein bisschen schneller. Und dann ist unsere Linsensuppe fertig. Wie gesagt, Konsistenz auch super, ist nicht so mamschi etc. Ja. Ist eine schöne, schöne Linsensuppe, Gemüsestückchen drin, also vegetarisch. Ja. Und wünsche euch auf jeden Fall guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Die Rezepte findet ihr bei uns im Blog. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst uns ein schönes Like da und das Abonnieren nicht vergessen. Gell?